Hallöchen, Freunde, und willkommen zu meiner zweiten Episode der Formationsserie 4231. In dem Video werde ich euch zeigen, wie man mit dieser Formation den Gegner auskontern kann. Ja, warum ich mit dem Video anfange, liegt darin, dass die Formation viel Kritik geerntet hat, so in den letzten Jahren, weil viele Leute sagen, du hast nur eine Spitze, und FIFA basiert krass darauf, dass man den Gegner aufgrund eines Fehlers dann irgendwie auskontern kann. Und ich zeige euch in diesem Video, wie das mit dieser Formation, die ich beim letzten Video aufgestellt habe, funktioniert. Fangen wir an direkt mit der ersten Szene. Übrigens, die Szenen hier alle gegen Timo, das heißt hier Pro Gamer gegen Pro Gamer. Und wenn es schon gegen einen Pro Gamer so gut funktioniert, Freunde, dann klappt es gegen Casual Gamer natürlich um einiges leichter. Man sieht hier, wir haben den Ball jetzt mit Robben nach einer Ecke hier gewonnen. Die Spieler, die links hier eingekreist sind, sind alle, bis auf der Kollege, der gerade rausrennt, alle noch in unserem Strafraum, bis auf Lewandowski, der ist entgegengekommen. Ja, weil wir ihm die Anweisung Anspielstation gegeben haben, ist er so ein bisschen entgegengekommen. Und man sieht, Leute, ja, alle sind noch hier Nähe unseres Strafraums. Da spielen wir einen Pass auf Lahm, spielen dann den Vidal mit einem 1 und 3 Pass an, und seht dann, wie viele Möglichkeiten wir jetzt hier haben. Ja, wir können mit Vidal so ein bisschen weiterlaufen, wir können Robben hier anspielen, wäre zwar ein bisschen risky. Ja, wir können einen Seitenwechsel hier auf Ribéry machen, beziehungsweise L1-Dreieckpass in den Lauf. Wir können Lewandowski anspielen. Wir haben hier etliche Möglichkeiten, Leute. Mit einem einzigen Pass haben wir plötzlich etliche Möglichkeiten. Was machen wir? Wir laufen erstmal so ein bisschen mit Vidal weiter und gucken, was passiert. Und was ist passiert? Der Timo ist da mit Marcello erstmal hier mit Lewandowski mitgelaufen. Ja, und jetzt ist eigentlich hier das Sinnvollste, Leute, einen Seitenwechsel hier mit einem L1 und Dreieckpass zu vollziehen. Das machen wir auch. Und jetzt haben wir die ganze Spielsituation auf die andere Seite verlagert. Jetzt muss Timo hier wieder erneut die Räume zumachen, und wir haben wieder erneut einige Räume. Wir können hier mit Ribéry erstmal ein bisschen weiterlaufen. Ist ein bisschen riskant, weil der gute alte Kroos da mitläuft. Wir spielen Douglas Costa an. Dann muss natürlich der Timo mit Varane den Passweg da oben zulaufen. Dadurch könnte sich aber eine Lücke für Lewandowski ergeben, Freunde. Wir entscheiden uns in dieser Situation für das Einfachste, sage ich mal, indem wir hier Douglas Costa anspielen. So, der läuft auch erstmal ein bisschen, tritt zurück, quasi spielt zurück auf Ribéry. Der passt dann hier auf Thiago, verhungert. Aber man hat es an dieser Situation sehr gut gerade gesehen, Leute. Ja, mit wenig Leuten den Angriff gestartet, aber dennoch, denke ich mal, so eine guten Spot dann herausgespielt. So, zweite Szene, Leute. Wieder hier im Radar gut gekennzeichnet, Leute. Nahezu alle, beziehungsweise 7 von 10 Feldspielern. Oder ne, 6 sind es, ist auch egal, Leute. Alle sind in der Nähe unseres Strafraums, Leute. Und wir haben den Ball mit Robben. Wir können jetzt hier natürlich erstmal geradeaus rennen. Ja, wird natürlich Sinn machen, weil hier Toni Kroos von Robben angegriffen wird. Das machen wir dann auch hier. Erarbeiten uns damit so ein bisschen Raum hier und haben jetzt dadurch die erste Anspielstation hier. Und zwar der Pass dann auf Lewandowski. Das wird natürlich Timo mit Sicherheit wissen, dass wir da den Ball gerne spielen wollen. Aber wir können auch natürlich geradeaus laufen. Deshalb muss der auch beide Räume so ein bisschen abdecken. Der Pass kommt dennoch auf Lewandowski. Und jetzt haben wir wieder zwei neue Möglichkeiten hier, Freunde. Wir können ein bisschen das Tempo rausziehen und Robben anspielen oder halt natürlich Douglas Costa. Man sieht es hier, der rennt da perfekt in den Raum rein. Deshalb entscheiden wir uns hier selbstverständlich, den guten alten Costa anzuspielen. Der Pass kommt auch an, und jetzt holen wir so ein bisschen das Tempo raus mit L2-R2-Dribbling, spielen auf Lewandowski, Lewandowski direkt weiter auf Robben. Und jetzt schaut euch mal unten auf dem Radar an. 5 Leute stehen noch hinten, Leute. Ein Sechser, 2 Innenverteidiger und die beiden Außenverteidiger. Aber wir haben auch 5 Leute inzwischen vorne, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier richtig viele Möglichkeiten, um eventuell ein Tor zu erzielen. Deshalb nehmen wir den Ball hier mit Robben an. Der hat natürlich auch krasse individuelle Klasse, hat eine gute Ballführung. Können den Ball hier auf Lewandowski spielen. Der schießt drauf, der Ball klatscht gegen den Pfosten. Der Ball kommt dann wieder zurück auf Costa. Und ich habe da passen gedrückt, Leute, weil ich dachte, der ist drin. Irgendwie Reaktion, falsch reagiert. Naja, war aber jedenfalls wieder eine gute Position. Nächste Szene, Freunde, genau dasselbe wie eben. Wir sind wieder fast mit allen Mann hinten drin und müssen hier zum Konter ansetzen. Und wie wisst ihr es, Leute, mit einer Spitze ist es angeblich schwierig. Aber jetzt sieht man hier ganz genau, Lewandowski wieder, Anweisung, Anspielstation, Freunde. Der kommt natürlich so ein bisschen entgegen, nimmt hier den Ball, müssen natürlich das Tempo rausziehen, und jetzt sieht man wieder, wir haben jetzt wieder ein paar Anspielmöglichkeiten, aber jetzt gerade in diesem Moment geht es noch nicht. Deshalb müssen wir erstmal so ein bisschen laufen, passen hier auf Vidal, Vidal direkt weiter auf Robben. Robben hat jetzt hier 2 Möglichkeiten. Entweder der geht geradeaus, rennen geradeaus, also rennen die Linie runter, das ist ein bisschen schwierig. Wir rennen entweder runter
oder passen. Drei Möglichkeiten letztendlich, Leute. Eins davon ist passen, zwei davon ist laufen. Wir entscheiden uns aber hier dazu, den Vidal anzuspielen. Jetzt mit Vidal haben wir erneut wieder zwei Möglichkeiten. Wir können hier Lewandowski anspielen, das wäre ein bisschen risky, weil dann direkt wahrscheinlich Varane drauf gehen könnte. Wir könnten mit Vidal Richtung Eckfahne laufen oder wir könnten Robben anspielen. Wir brechen so ein bisschen ab, spielen hier auf Robben. So, und jetzt sieht man ganz genau, vier Spieler von T-Mox. Fünf Spieler sogar, Entschuldigung, sind in der Nähe hier von Robben. Deshalb müssen wir hier durch L2R2 Dribbling so ein bisschen variieren, um vielleicht einen Raumgewinn zu machen. Machen wir auch. Und dann kommt der druckvolle Pass hier auf Vidal. Und wieder, Leute. Jetzt haben wir wieder ganz viele neue Anspielstationen. Wir können hier Lahm anspielen. Danach könnten wir eventuell Robben anspielen. Wir könnten hier ein bisschen laufen und dann eventuell Thiago anspielen, je nachdem, wie sich Benzema bewegen wird. Oder wir spielen hier den guten alten Costa an. Das machen wir auch direkt mit einem druckvollen Pass. Jetzt ein bisschen L2R2, L2R2. Und dann der Ballrollflick und zack, sind wir schon fast durch, aber es ist ein bisschen schwierig von da zu schießen. Dann auch wieder hier eine gute Möglichkeit, Freunde. Aber kein Tor und ja, damit endet auch das Video hier. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und ja, im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie man mit dieser Formation dann wieder nach Ballgewinn, aber diesmal Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, wie man dazu agieren hat, Freunde.